Hallo und herzlich willkommen zu Control. Let's play Control. Wir spielen das Spiel in der Textsprache Deutsch mit der Audioausgabe auf Englisch. Ich habe mal alles auf hochgestellt, was man so auf hochstellen kann. Gerade auch Raytracing und so weiter. Mal gucken, wenn es nicht gut läuft, muss ich da nochmal was runterstellen. Wir spielen erstmal mit Maus und Tastatur. Ich habe gesehen, man kann auch mit Controller spielen. Ich probiere es erstmal mit Maus und Tastatur. Ich weiß nicht so ganz genau, was mich erwartet hier in Control. Untertitel sind eingeschaltet. Ich würde mal sagen, let's go. Ups. Oder auch nicht. Ja, genau. Kopfhörer. Jetzt kann ich sie auch nochmal einstellen. Ja, moin. Untertitel. Blablabla. Helligkeit. Ach so. Moment. Ja, dann wahrscheinlich eher. Ich gehe mal eher so auf 60 für YouTube. Und ich habe in den Optionen auch eingestellt, dass hier Copyright-Musik und so weiter nicht abgespielt wird. Also vielleicht entgeht mir jetzt ein bisschen Experience in dem Game, musiktechnisch. Dann habe ich Pech gehabt, aber kein Bock auf YouTube-Stress. Von daher, wenn es so eine Option gibt, nehme ich die doch. Wenn du im Kampf stillstehst, bist du ein leichtes Ziel. Bleib in Bewegung, um den Gegner abzuschütteln. Aha, in Bewegung A bleiben. warning. This is gonna be weirder than usual. Can't be helped. You called me. So here I am. I know I shut you out sometimes. I'm always glad to hear from you. It's just that I get my hopes up. So many times it's led to nothing. I found nothing. It's like we live in a room, and there's a poster on the wall. We stare at it and we think that's the whole world. The room and the poster. The picture's something nice. A landscape, a famous person. Like in that movie, what is it called? The prison movie. The room's a cell, and the picture, it's different. For each of us, it can be beautiful or terrible, but we're all transfixed. But it's all a lie, something to distract us from the truth. They're lying to us. We're lying to ourselves. The room's not the world. The world is much bigger and much stranger. There's a hole hidden behind that poster that leads to the real world. We all feel safe in that room. But sometimes something crawls out from behind the poster. And the ones that see it happen freak out and try to forget what they saw. I'm here. Why Okay. did you bring me here? Wer hat denn dich hergebracht und wieso, weshalb, warum? Hello? Hallo, wir haben Anyone here? 52 FPS. Ja, okay. Gucken wir noch mal gerade. Ich denke, am einfachsten kann man hier diese, ich glaube, wenn man Raytracing einfach nur auf Mittel stellt, das wird wahrscheinlich schon einiges an Problemen lösen, performance-technisch. Jo. Eben 20 FPS mehr. WASD bewegen, das kriegen wir hin. Wir können mit Rechtsklick sowas wie ranzoomen. Die Mausempfindlichkeit ist mir auch noch ein Ticken zu hoch. 35, hier gehen wir auf 35. Boah, gefühlt gar nichts verändert. Das ist besser. So, was sollen wir jetzt machen? Wir sind jetzt in einem Poster hinter einer Wand. Ich fand das Intro ein wenig strange. Ah, rennen können wir auch. Gut.
Springen? Oh, wir können springen, das ist immer gut. Warte, wie ich Dark Souls gespielt habe, ist mit Springen, freut man sich über sowas. F. Schriftverkehr, Erinnerung, verbotene Gegenstände. Sammelobjekte, was war das? G? G. Schriftverkehr. Erinnerung, verbotene Gegenstände. Bestimmte Objekte sind innerhalb der Behörde nicht erlaubt. Die jüngsten Vorfälle haben eine Auffrischung über die verbotenen Materialien notwendig gemacht. Unerlaubte Waffen, Pager, Laptops, smarte Uhren, smarte Phone. Alles klar, smarte Spielgeräte, alles andere smarte. Bleistift, HB. Oh, die kenne ich noch aus der Schule. Alle Objekte, die als ikonische Repräsentation eines archetypischen Konzepts gelten. Zum Beispiel Gummienden und Ketchupflaschen. Alle Materialien, die von der Behörde untersucht werden, müssen durch private Eingänge hereingebracht werden. Wenn Sie beobachten, dass Lobbymitarbeiter gegen diese Richtlinien verstoßen, informieren Sie bitte sofort Ihren Vorgesetzten. Federal Bureau of Control. Und wir spielen das Spiel Control. Das heißt, diese Sachen sind alle nicht erlaubt innerhalb von diesem Federal Bureau of Control, oder was? Man darf keine Bleistifte hier mit reinbringen? Was? Und keine Gummienten und keine Ketchupflaschen. Das ist schon ziemlich witzig, muss ich sagen. So, was haben wir hier? Internal Lockdown in Effekt. Passt auch zur Zeit. Building Lockdown in Effekt. Multiple Containment Breaches Detected. Multiple Building Shifts Detected. Head of Research Override. HRR Protocol Activated. Was ist ein HRR? Human Resource Agency Protocol? Keine Ahnung. Gehen wir mal hoch, ne? Also das Spiel hat einem jetzt noch nicht gesagt, was, wie, wo, warum. Die Türen scheinen automatisch aufzugehen. Jedenfalls sie mit einem grünen Licht drüber. Ah ja, steht ja auch drauf. Geöffnet oder verschlossen. Hier haben wir einen Projektor. This seal. I saw it a long time ago. I keep seeing it in my dreams. Okay. Das Siegel, was auch immer. Was haben wir hier? Forschung und Aufzeichnungen. Ausgaben der Behörde. Oh. Nee. G. 1010. Achso, das sind die Anzahl von den Sachen. Ausgaben der Behörde, Ausgabenüberblick, Geschäftsleitung Q2, Hauptausgaben, Personal, Überwachung, Datenzentrum, Initiative, Bau, Nebenausgaben, Büromaterial, Hausmeisterkosten, Fungusentfernung, HQ, Unterhaltskosten, Aufschlüsselungstabelle der Kosten auf Seite 5, 5 Jahresvergleichsdiagramm auf Seite 9. Kann ich hier Seiten durchblättern? Nee, ne? Ich kann mit Eingabe noch zoomen. Ah, ich kann auch einfach draufdrücken und dann sucht er auch. Okay. Okay, okay, okay. Sieht ziemlich geil aus, das Game. Warum habe ich das so lange hinausgezögert, mal anzuspielen? Oder auch durchzuspielen. Ich habe mal geschaut, wenn man alles mitnehmen, in Nebenquests und so. Wenn man 20 Stunden braucht, ist das wohl schon relativ lang. Von daher ist es eigentlich optimal für so ein YouTube-Projekt. Mit 20, 30 Folgen, irgendwie sowas in die Richtung. Federal Bureau of Control. Mhm. All these years I've been looking for them and they were hiding in plain sight. Okay. Remember to wash your hands, ganz wichtig. Remember to bring Booster. Oh, ich dachte, ich kann da durch, wie in so einem schlechten Film. Erstmal vor der Glasscheibe laufen. Ja, aber ernsthaft, hier ist doch... Doch, also erkennt man so ein ganz bisschen. Ja. Ah, moin. Gut geputzt. Sauber ist es. Dafür, dass es irgendwie verlassen wirkt. Was haben wir denn hier? Pistachios. Potato Chips. Cracker. Pretzels. Pretzels, geil. Das sind leider Texturen, die nicht so gut aufgelöst sind. Ich freue mich schon, wenn die Spiele irgendwann so weit sind, auch in 4K und so weiter, dies, das, dass solche Notizen auf solchen Zetteln, wenn man da richtig ranzoomt, dass man das gestochen scharf lesen kann.
Braucht man wahrscheinlich dann die RTX 5080 Ti für, aber irgendwann kommt die ja mal raus. Hausmeister. Mal hier, was habe ich den Raum vergessen eigentlich? Hier habe ich was vergessen, ne? Erinnerung R4 Berichte. G-Sammlung öffnen. Schriftverkehr mit dem FBC. Erinnerung R4 Berichte. Hallo! Wie Sie jetzt alle wissen sollten, sind die R4-Berichte am Ende dieser Woche fällig. Wir warten immer noch auf Berichte von einer ganzen Reihe von Leuten. Wenn Sie eine Verlängerung brauchen, fordern Sie bitte das Formular R4.E bei Ihrem Vorgesetzten an. Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie keinen R4 einreichen müssen, dann benötigen Sie eine schriftliche Genehmigung von Ihrem Vorgesetzten, die das bestätigt. Vergessen Sie nicht, dass R4 nach Abschnitt 75.2 des Handbuchs für Mitarbeiter obligatorisch sind. Sollten für Ihren R4 abteilungsübergreifende Forderungen benötigt werden, dann kontaktieren Sie bei Bedarf bitte den entsprechenden Abteilungsleiter, Dr. Darling, Miss Marshall, Mr. Salvador oder Mr. Kirkland, und Sie werden am Donnerstag mit Ihrer jährlichen Überprüfung der Richtlinien zu tun haben. Also planen Sie bitte entsprechend. Beste Grüße, Ihr Team von der Verwaltung. Also, Bürokratie ist am Start. Nichts anderes hätte ich erwartet in so einem Gedöns. Hey, excuse me. Hi. There you are. You are here about the job. Janitor's assistant. You need to go to the interview. Go that way to the elevator. Thanks. Elevator that way. Got it. Very good. I'm Ahti, the janitor, by the way. You'll work for me. You can say I sent you. If they don't hire you, later. Relevant. There be work for the axe. Take them behind the sauna, you mallard. I've done enough night shift loner jobs to know it makes us come off weird. Ahti the janitor is a friendly face in my book. Better than somebody with no face at all. Think about it. No face. But that said, I know what you're thinking. If there's an axe murderer around, that's him. Okay. Dringe tiefer in die Behörde vor. Oh, von mir aus. Huch. So, hier haben wir das nächste Klo. Schon das zweite Klo. Na, und natürlich ist das hier kein Herrenklo. Safe, wenn wir jetzt einen Mann spielen würden. Never mind. Hätte ich gesagt, gäbe es ja auch Pissoirs, aber das, die Toilette scheint für beide Geschlechter zu sein. Ja, hey, keine Vorurteile. Sind wir jetzt einmal im Kreis gelaufen? Wir kamen doch gerade eben von da unten, ne? Warte mal. Ja, von hier kam ich doch. Dann bin ich hier lang. Mal bin ich. Hä? Okay. Okay. Ich verstehe, das Spiel spielt mit einem. Alles klar. Dann war ich in diesem Raum wahrscheinlich noch nicht drin, oder? Doch, war ich. Also, ich weiß, dass ich hier drin war, aber ich dachte, jetzt wäre ja was Neues. Gut, gehen wir in den Aufzug. Und fahren in the poster. Fahren in die Zelle. I was 11 years old the first time I saw behind the poster. They told me I imagined it. I've been trying to pull it down ever since. Will you help? Wer ist you? Ich? Staring Courtney Hope.
war quasi das Intro. Okay. Das Spiel ist crazy, glaube ich. Ich dringe tiefer in die Behörde vor. There for a moment? You know what's on my mind. My baby brother, Dylan. 17 years since the men of this bureau took him. Okay. Erinnerung, genehmigte Begrifflichkeiten. Oh, Missionen. Willkommen im ältesten Haus. Dringe tief an die Behörde vor. Jesse Faden. Faden kommt im ältesten Faden. kommt im ältesten Haus an. Dem Hauptquartier des Federal Bureau of Control, um Antworten auf die Geheimnisse ihrer Kindheit zu finden. Und dann haben wir die Erinnerung, genehmigte Begrifflichkeiten. Verpassen von für die Öffentlichkeit bestimmten Materialien. Bitte halten Sie sich an die folgenden Richtlinien, wenn Sie Todesmeldungen im Zusammenhang mit dem Willow AWE verfassen. Zu verwendende Wörter, Wendungen im Dienste seines ihres Landes. Bedauern, stolz, stolz sein wird nicht vergessen. Zu meidende Wörter und Wendungen. Alaska, Schere, Bluten, Verlust, Entschuldigung. What? Das ist wirklich alles ein wenig strange. Okay, hab verstanden. Wait, what? Warte mal, ich kann da durchgucken? Oder ist das, was hinter mir ist? Das ist das, was hinter mir ist hier, ne? Das ist eine Spiegelung. Okay, ich dachte gerade, das wäre ein Fenster in... Oh, da muss los, ey. Aber was ist das hier für ein Zeug? So, irgendwie habe ich Amnesia-Vibes, keine Ahnung warum. Schriftverkehr. Was haben wir jetzt? Inoffizielles. Trench. Bitte nicht stören. Barbara, ich darf nicht gestört werden. Bitte sagen Sie für heute meine gesamten Termine ab für die restliche Woche. Ich kann Ihnen allen nicht vertrauen, Barbara. Keinem einzigen. Trench. Ja, die gute Barbara. Central Executive, hier ist zu. Ist das ein Horrorspiel? Just asking. Ich frage für einen Freund. Shit. Oh ja. Shit, shit, shit. Da wurde jemand erschossen. Tabulator. The murder weapon? Really? And there goes the poster. Objects of power can cause or be results of AWE's altered world events, intrusions upon the perceived reality. Now, the service weapon is, of course, a prime example of an OOP, a very powerful one.
ingrained in the Bureau's DNA, a key component in our prime candidate program. Come out of that Russian roulette a winner and you, you're it. Look at this place. Where am I? What the fuck? Folge den Anweisungen des Rats, um die Astralebene Herausforderung abzuschließen. Sind wir zwei Super Marios Sunshine oder was? The same gun. Okay, now I have a gun. Amtswaffe abfeuern. Amtswaffe. Achso, es lädt automatisch nach. Ja, moin. Okay. Was sind das jetzt für Viecher? Ich mache ja auch nicht mehr Schaden, wenn ich den in den Kopf schieße, oder? Oh, die schießen zurück. Wie kann ich denn in Deckung gehen mit C? Tschüss. Wollte ich einfach mal machen. Oh. Der kommt einfach wieder hoch, oder was? Das Blaue sind echt Lebenselemente, okay. Ah, okay. Nice. Something's coming. This threat. An attack. Duty as director. Keep the Bureau safe. Did you hear that? It's the dead man. Right after the pyramid spoke to me, and it was just noise, and I understood every word. And this gun's alive. You know what? I'm happy. Happy to be here. Okay. Things have quieted down outside. Is it safe to go? Ist auf jeden Fall sehr hell draußen. So, sonst wird es hier lang gehen. Gut, wir haben jetzt eine Waffe, die automatisch nachlädt. Ja, nee, ist klar. Ich krieg schon gerade Hardcore-Horror-Vibes. You can't let this happen. 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 You can't let this happen.
Thank you. That was horror. Ja, war es. Get the fuck away! Aufzeichnungen. Gegner lassen Lebenselemente fallen, wenn sie Schaden erleiden. Sammle Lebenselemente, um Leben zu regenerieren. Na gut, ich bin gerade voll mit meinem Leben. Na, was ist das denn? Das ist einfach nur eine Rauchwolke. Ich dachte, da bildet sich gerade irgendwie ein Monster oder sowas. Oh mein Gott, ey. Ich bin ja schon komplett gerade am Sachen ausdenken. Dringe weiter an die Behörde vor. Geschäftsleitung, zentrale Geschäftsstelle. Komme ich jetzt rein? Nö. Ist immer noch dieser Alarm. Man kann auch alles irgendwie bewegen, ne? Oh nein. Geil! Ja, man kann alles irgendwie bewegen, ne? Und man kann es auch einfach in sich bewegen. Oh nein, irgendwie habe ich es geschafft, die Aufnahme zu pausieren. You did it. We did it. Hello. Can you hear me? Are you with us? Oh nein, ich hoffe, das war jetzt nicht lange. Ich glaube, ich habe 20 Minuten gerade einfach pausiert. Läuft. Nice. Geil. Schnellreise-Outfits, okay. Ja, ich komme ja schon. I can't tell you how happy I am to talk to somebody sane. The feeling's mutual. Yeah, I'm Pope, Emily Pope, Dr. Darling's assistant. My turn. Should I lie? Jesse Faden. I'm just visiting. I should have lied. Oh shit. You're the new director. Hold on. We're coming out. Okay. Ja, wir müssen gleich mal gucken, was wir so verpasst haben. Director Faden. Call me Jesse. Okay, Jesse. I'm Emily. Look, somehow this hostile force, this hiss that works. Somehow the hiss managed to infiltrate the building without any warning. And just like that, my name for it is official. The hiss. Like the sound of poison gas leaking in. We're in full lockdown. It seems to have spread everywhere and to everyone, not protected by an HRA. And, extraordinarily, you. You are the director, and that makes you special by definition. Trench is no longer the director, obviously. I'm sorry, I'm talking too much. This whole situation is just a lot. Trench is dead. Shot. Ah. I found his body. And the gun. Do I tell her it looked like a suicide? The service weapon. Also, and this can sound crazy, but he keeps appearing to me, saying things. It's hard to make out, but he told me to cleanse the control point, push the hiss out. The whole room shifted around. You did that? And you entered the building when it was already in the lockdown, before you became the new director? How? I'm not ready to tell her about you yet. A janitor let me in. I love it. This is fucking unbelievable. It's... I can't even... Look, Jesse, I have a million questions, and you probably have a million more. Like, do you know my brother Dylan? Not yet. But there's something I need to ask you to do first. If you can cleanse a control point, then you can maybe cure those infected or possessed by the hiss. Because if that's possible, our options are
very different. Emily Pope. I don't know her, but I like her already. She's the opposite of the faceless agency I've blamed for what happened to me for so long. But I can't trust her yet. Or rather, the Bureau she's a part of. Yes. I can try. I'm speaking for you, of course. We can try it together. Das verstehe ich halt noch nicht. Wir sind okay. Eine doppelte Persönlichkeit, ne? We did it before. Push the hiss out. So, jetzt haben wir das Problem, dass ich dieses Spiel aufnehme und auf einmal in OBS unten links sehe, hey, Aufnahme pausiert. Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Wahrscheinlich habe ich irgendwie, weil ich jetzt mit Tastatur und Maus spiele, irgendeinen geilen Hotkey gedrückt. Und das stand halt bei 26 Minuten. So, jetzt sind wir bei 30 Minuten. Ich spiele aber bereits seit 50 Minuten. Das heißt, potenziell sind jetzt 20 Minuten Aufnahme weg. Dann haben wir 15 Minuten. Ne? Ein bisschen Einstellungen gemacht am Anfang und so. Also 15 Minuten Aufnahme, das heißt, die letzten 15 sind weg. Vor allem jetzt gerade hier der coole Teil, ja. Ich habe hier quasi so einen Mini-Boss besiegt. Wir kamen von da oben, da bin ich runtergesprungen. Dann waren hier so ein paar Gegner und ein etwas stärkerer, der mich auch einmal getötet hat. Beim zweiten Mal habe ich es dann geschafft. Und die ganzen Sachen hier, das war quasi mehr ein Let's Read als ein Let's Play bis hierhin. Ich habe diese ganzen Sachen vorgelesen. Ich drücke die jetzt noch einmal alle an, weil ich jetzt nicht weiß, welche halt bekannt sind und welche nicht. Und dann kann man ja entsprechend vielleicht pausieren oder so und sich das nochmal selber durchlesen, weil ich lese jetzt nicht nochmal alles vor. Das waren nämlich in den letzten 15 Minuten irgendwie sehr viele Seiten. Ja. Also ich glaube, gameplay-technisch wurde da jetzt nicht so viel verpasst. Aber... Ob das schon drin ist in der Aufnahme? Ich beende die Aufnahme und gucke mal, was drin ist und was nicht. Und gucke mal, ob ich noch was zeigen soll oder nicht. Bis gleich. So, willkommen zurück. Ich habe nochmal die Aufnahme gecheckt. Ja, ich habe ziemlich genau 15 Minuten, 20 Minuten irgendwas dazwischen verkackt. Das war die Szene, wo ich in dem komischen Ding festhang und alle möglichen Tasten gedrückt habe, um da rauszukommen. Und da wahrscheinlich irgendwie... die Aufnahme pausiert zu haben. Geil. Läuft bei mir. Und alles danach habt ihr nicht gesehen. Da wir waren dann in so einen Raum gekommen. Da flogen auf einmal Menschen, die auch die ganze Zeit so Stimmen waren, wie jetzt gerade auch. Teilweise habe ich dann Stimmen verstanden. Irgendwas mit Glück und so. Da habe ich teilweise deutsche Sachen verstanden. Und da haben wir halt irgendwie 6, 7 Zettel gefunden, die ich dann vorgelesen habe. Ich glaube, das waren so, war da so der Hauptteil. Ne, sowas wie diese Person hier. Und dass die irgendwie alle geflogen sind. Dann kamen wir, genau, wir waren im Bereich der Geschäftsleitung und sind dann halt zur zentralen Geschäftsleitung gegangen. Da war das hier halt alles rot und dann waren hier Gegner. Dann habe ich hier diesen etwas stärkeren Gegner getötet und dann habe ich ja gemerkt, hey, die Aufnahme war pausiert. Das heißt, jetzt geht's weiter. Ich glaube, wir haben nicht zu viel verpasst, jedenfalls nicht gameplay-technisch. Ist ein bisschen schade, aber... ich wollte jetzt nicht nochmal neu anfangen, das wäre auch irgendwie nicht so real. Was können wir mit ihr hier interagieren? Oder ihm? This has burrowed too deep. Ripping it out rips them apart. Mich verstärkt unsere Fähigkeiten noch nicht. Ja, ich komme sofort. Das heißt, wir sind da irgendwie... ist das Schizophrenie, wenn man eine zweite Persönlichkeit oder so hat? Das Gefühl habe ich, sie redet immer mit den Leuten und redet mit der Stimme in ihrem Kopf. Und das ist hier alles das große Zischen. Die sind alle vom Zischen befallen. So wie ich das verstehe. Keine Ahnung. Was haben wir hier? Den Kontrollpunkt. Ne? Schnellreise will ich jetzt nicht. Gehen wir mal zu Emily Pope. I can't cleanse them. I saw.
It was worth a shot. Ich hab sie umgebracht. Thank you, Director. Jesse. I'm gonna tell her why I'm here. I'll risk it. Listen. The Bureau was involved in an incident in my hometown, Ordinary, 17 years ago. The Bureau came in and covered the whole thing up. I've been looking for this place for a long time. That's enough. Maybe that's too much already. I can't tell her about Dylan and the rest yet. I've seen mentions of an altered world event case dealing with Ordinary. You were at Ground Zero as a child? It was one of the big ones, and before my time. And very classified. I can try to dig out some old files for you. My boss, Casper Darling, would know, but he's missing. I think he knew this was coming, or suspected. He came up with the HRAs, the Hadron Resonance Amplifiers. I think they're what saved us, or a few of us. And Director Trench would know. Trench, the ghost, or whatever he is, he mentioned something called the hotline. Said I should find it. It's another object of power, like the gun, an old Bakelite telephone. A direct line of communication between the director and the board. Maybe he can talk to you more clearly through that. I mean, Trench has years and years of experience. He might know how to destroy the hiss. Where is the hotline? It's kept in the communications department through the mailroom. It's part of this sector, so we can access it even with the lockdown in place. We'll get the door open for you. Okay, that's my next stop. That's Tomasi's department. He's the head of communications. I don't think he had an HRA. He kind of made a point about not wearing one earlier. Keep an eye out. They call me the director. But that's not me. I'm not a director type. I'm not a leader. Why am I here? I think you already know. Me. Yes, I came for my brother, but there are other reasons too. I said I was looking for answers, but I might never understand them. I'm not looking for proof. This is already it. More than enough. No matter what they told me all those years, I know it's real now. I didn't imagine this. I want to be a part of this world. What scares me shitless is that I finally found it. Only to see the hiss destroy it all. Dazwischen. Telefon. Don't hesitate to ask me anything you want to know. There are no stupid questions. The door to the comms department is just outside the boardroom back in the lobby. They should have gotten it open by now. Follow the signs to the mailroom. You can get to the hotline containment chamber through there. Good luck, Jesse. See you back here once you have the hotline. Thanks, Emily. Sehr gut. Das wäre jetzt eigentlich die Stelle, an der ich sagen würde, das war's für die erste Folge mit Control. Aber weil so viel aus der anderen Folge fehlt, so die Kernelemente gefühlt, oder die Shoot-Einlagen, würde ich jetzt einfach nochmal eine Stunde dranhängen oder so. Keine Ahnung. Halt, bis ich wieder hier bin oder sowas. Kann ich dir jetzt Fragen stellen? Kann ich selber interagieren? The hotline should be in the communications department. Oh ja, ich kann. Der Ursprung des Zischens. Where did the hiss come from? I'm not sure. You said the hiss was here when you entered. Did you see anything like that outside before you came in? No. No, just inside. The source is internal then. See, the oldest house is a sprawling complex with openings to other places as well. I don't even know where to start looking.
But in the context, it's good news. The lockdown holds. The hiss escaping the building would be the end. Pretty shitty world out there if you ask me, but I wouldn't want the hiss to destroy it. With you on that, Emily. Das älteste Haus. You mentioned the oldest house. What is it? Dieses Gebäude? This building, the Bureau headquarters, the oldest house, is a shifting place. You've seen it. It transcends its physical limits. Mm-hmm. I've been to New York a few times. How didn't I notice this place? It's an attribute of the building. This is a place of power. The oldest house doesn't like attention, so unless you're purposely trying to find it, you don't. Which is perfect for us. The work we do here is essential, but unstable. The Bureau prefers not to be noticed. And we need strong walls to make sure nothing gets out. So without you, I never would have found the front door. Okay. Also Jesse sagt zu sich selbst, ohne dich hätte ich die Front Door nie gefunden. Wer ist die Stimme in unserem Kopf? Sind wir das selbst? Ist das irgendwas, das uns... Ist das die Macht? Sind wir jetzt bei Star Wars? Director Trench. This Trench guy. I keep hearing him in my head. Is he a ghost? Haunting me? I doubt we're talking about a ghost in the traditional sense. But an echo, maybe. See, if he was killed by the service weapon, your gun, maybe it's his final thoughts recorded by the bullet in his brain, like a deep space probe sending back data. But that's just a hypothesis on my part. I'd need the gun to research it. But you better hold on to that, given the circumstances. I think I will. Yeah. Ich habe das Gefühl, in falschen Händen sorgt die Waffe einfach dafür, dass die Leute sich selber in den Kopf schießen. Objekte der Macht. Can you tell me what an object of power is exactly? This is all, well, new to me. Don't worry, I love going over the basics. So objects of power are mundane objects that house paranatural energies and have developed a link to the astral plane and can thus be controlled, which is what differentiates them from altered items, which are still housings of paranatural forces, but are more volatile and cannot be bound in the peri-utilitarian sense. Got it? Did she memorize this? Klar. Got it. Thanks. Ja, nee, gar kein Thema. Easy. So HRA stop you from becoming Hiss? Well, it seems that way. I mean, I hadn't even heard of an HRA until a few weeks ago when Dr. Darling started handing them out. Well, I began analyzing mine as soon as I got it. I mean, each one seems to emit a powerful short-range frequency way beyond anything I've ever seen. Doesn't the timing seem suspicious? I thought that too. Dr. Darling usually likes to unveil his latest breakthrough in big presentations. With these, he just passed them out. Yeah, his behavior makes me wonder what exactly he knew. Ja, mich auch. Verlassen. Thanks, Emily. Dankeschön. I'm sure I'll have more questions soon. Ja, die Fragen, die beantwortet sie aber auch eigentlich nur so, dass man noch mehr Fragen bekommt. Was haben wir denn da? Material, nicht definierte Werte. Gegenstand öffnen. So, Gegenstände. Was haben wir denn jetzt hier? Stufe 1, leerer Platz. Persönliche Modifikatoren. Lebensregeneration durch Sammeln von Elementen plus 20%. Eingabe anlegen. Machen wir. Modifications. Abgefeuerte Geschosse plus 2. Exklusiv für Schmetterer. Achso, das ist eine Waffe, die ich noch nicht habe wahrscheinlich. Mhm. Gegenstände. Konzeptmaterial, versteckte Tendenz. Du hast keine Berechtigungsstufen. Da kann, hier kann ich nichts mitmachen. Unbekannter Anrufer. Ist die aktuelle Mission. Abgeschlossen haben wir willkommen im Haus der Ältesten. So, Emily weist Jesse an, die Hotline zu finden. Dieses Objekt der Macht in Form eines alten Telefons soll helfen, die Nachrichten von dem toten Direktor zu finden, der mit ihr zu kommunizieren versucht. Sie hoffen, dass er Licht ins Dunkle der Invasion durch das Zischen bringen kann. Forschungsaufzeichnung, Porträt, sie wissen nicht, welche Opfer sie bringen müssen und das müssen sie auch nicht. Okay. Zischeragent.
Feldforschung über Zischerwesen, befallener Agent, vertraulich. Das Zischen manifestiert sich in menschliche Wesen auf vielfältige Weise. Die häufigste und am wenigsten intensive Form ist in den vielen befallenen Agenten zu beobachten, die durch die Behörde schweben. Ja, die sind mir aufgefallen in dem Part, wo die Folge pausiert war. Scheiße. Die Zischeragenten haben ihr menschliches Aussehen behalten und unterliefen keiner sichtbaren psychischen Transformation. Der auffälligste Unterschied zu einem nicht betroffenen Menschen ist die Tatsache, dass sie schweben. Diese Zischer zeigen kein aggressives Verhalten. Sie scheinen nur daran interessiert zu sein, die seltsame Spruchformel ad infinitum zu wiederholen. Vielleicht sind sie als Gefäße nur dazu gedacht, den Zischenbefall weiter auszubreiten, ähnlich wie Sporen- oder WLAN-Verstärker. Oder sind sie nur Kokons? 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 Diese Dinger? Ja. Die sich darauf vorbereiten, die nächste Evolutionsphase einzutreten. Wenn sie angegriffen werden, verschwinden Zischeragenten. Vielleicht treten sie in ein Stadium der Unsichtbarkeit oder unterziehen sich einer Transformation in eine reine Resonanzform. Forschungen laufen. Vollständiger Bericht in Akte. Map. So. Wir haben es. 5 nach 4. In Wahrheit haben wir es. Literally 5 nach 4. Nicht ganz. 5 vor 5. So, wir sollen ins Kommunikation. Ich denke mal, das ist das gelbe, der gelbe Raum. Das heißt, wir müssen hier raus und rechts. Tabulator ist Karte. Guck mal, da leuchtet was. Da will ich hin. There it is again. Our welcome message. Eine Hauserinnerung. Das war jetzt nix. Das war hier sowas, aber ich habe da keine. Ich kann da nichts mit machen. Keine Ahnung. Hier dürfen wir nicht rein. Können wir das kaputt schießen? Nicht wirklich. Hiermit können wir auch nicht interagieren, dann gehen wir mal hier durch. Oh. Ich glaube, wir kommen jetzt in den Bereich von Gegnern. Das ist nur so eine Idee. Definierte Werte. Schön. Reisekosten. Bericht Woche 83. Zusammenfassung. Folgende Unterkünfte in Nevada besucht. Desert Sun Inn, Big Sky Motel, Starlight Motel, In and Out, A-Stack, bla bla bla. Okay, Ausgaben, Unterkunft $831, Mahlzeiten $700, Benzin $295, Minibar. Ich frage mich, ob man ein Motel mit Namen Ocean View wohl vom Land umgeben vorfindet. Aber man bezahlt mich wohl nicht fürs Denken wie. Und fürs Protokoll, ich bitte Sie erneut, uns das Budget für 2 Zimmer pro Nacht zu geben. Agent Rowley und ich sind es wirklich leid, jede Nacht im gleichen Zimmer zu schlafen. Wir sehen uns unterwegs. Agent L. Heinz. Die Jungs in der Forschung sagten, dass Rituale dabei helfen, Orte der Macht zu identifizieren. Es ist mein Ritual, diese kleinen Whiskyflaschen zu trinken. Please. So kann man natürlich auch seinen Alkoholismus schönreden. Oh, hier ist wieder rot. Rot ist nicht gut. Gucken wir erstmal hier. Nostalgia Deputy. Nee, Department. Depp wird wahrscheinlich Department heißen in der Abkürzung. Gucken wir mal, was es hier gibt. Okay, das hat mich kurz erschreckt. With you on that. Okay,
Okay, so krass rote Bereiche sind uns noch nicht zugänglich. Alter, ich treffe nichts. What the fuck? Das war ziemlich scheiße. Also, ich muss immer wieder sagen, bei diesen Sachen hier, diese Spiegelungen, was ja diese geile neue Raytracing-Technologie macht, ist irgendwie noch ausbaufähig. Sieht teilweise sehr, sehr künstlich aus. Oh, hier haben wir noch nicht definierte Werte, mit denen ich momentan noch nichts anfangen kann. Vielleicht ist das so eine Art Skillpunkte oder so. Hier haben wir wieder eine Frauentoilette mit ein paar Akten, klar. Nö, sicher. Auf eine Zischbarriere. Dieses Feld von Resonanz des Zischens ist ein psychisches Hindernis, das schwer zu definieren ist. Zischbarrieren zu definieren. Zischbarrieren scheinen eine Art zu sein, Mitarbeiter der Behörde an der Flucht oder am Zugang zu hindern. Es wurden zwei Methoden entdeckt, um sie zu senken. Erstens zerstören der vielfältigen konzentrierten Resonanzquellen, die sich in der Nähe finden. Zweitens zerstören der Zischerwesen in dem Gebiet. Ich bin immer für Zweites, einfach alles auslöschen. Die Resonanzfelder scheinen für ihre Größe und Dichte die Unterstützung anderer nicht verbundener Quellen der Resonanz des Zischens zu benötigen. Ohne die Möglichkeit, andere Quellen anzuzapfen, wird die Barriere fallen. Kann eine inaktive Struktur aus Resonanz des Zischens als bewusstes Wesen gesehen werden? Macht eine Unterscheidung einen Unterschied, was das Zischen anbelangt? Was sagt uns die bloße Tatsache über das Zischen, dass es Mauern baut, um unsere Bewegungen einzuschränken? In welchem Maße beobachtet es und plant es? Vollständiger Bericht in Akte, bla bla bla. Hinweise: instabiles Gebiet. Aufgrund der jüngsten Fluktuation im nächsten Kontrollpunkt wurde die Stabilität des Gebiets zu gelb heruntergestuft. Referenztabelle: grün stabil, gelb geringe Wahrscheinlichkeit von unerwarteten Gebäudeveränderungen, orange hohe Wahrscheinlichkeit von unerwarteten Gebäudeveränderungen, rot häufige unerwartete Gebäudeveränderungen. Das ist quasi das, was ich ganz am Anfang einmal gesehen hatte, wo ich rein bin, gefühlt im Kreis gelaufen bin, dann da zurückkam und als ich zurücklaufen wollte, diesen Kreis nicht schließen konnte quasi. Macht das Sinn? Bin verwirrt. So, da müssen wir hin. Gibt's hier sonst noch was, was ich jetzt übersehe? Hier gibt's noch eine zweite Etage. Ne, von hier kommen wir, ne? Wir kommen von hier oben. Da können wir noch hin, okay. Gehen wir weiter zur Kommunikation. Unzustellbare Briefe. Hier wird wahrscheinlich jetzt gleich wieder so ein Mini-Boss oder sowas sein. Maschinengott. Ja, moin. Ich hatte einen Traum und habe das Ding gebaut, das ich im Traum gesehen habe. Eine Maschine, die Gott enthält, doch nicht den Gott, den ihr kennt oder die Götter, die alle kennen. Einen neuen Gott. Diese Maschine wird sein Körper, sein Herz und sein Geist sein. Ich habe sie gebaut, wie ich es im Traum gesehen habe. Ich habe den Motor aus dem Kühlschrank und die Federn aus meinem Toaster und die Ventilatoren sowie den Zahnriemen aus dem Motor meines Autos und die Räder vom Skateboard meines Sohnes verwendet. Gott kann sich noch nicht bewegen, doch der Traum meinte, dass er das selbst lernen würde. Das ist nur der anfänglichste Körper, wie der eines Babys, nur in Maschinenform. Gott muss irgendwo anfangen. Wenn ihr mich interviewen wollt, kontaktiert mich unter der Adresse auf dem Umschlag. Mein Telefon funktioniert nicht mehr. Ich musste die Wählscheibe für Gott verwenden. Alter, was? Das hat echt eine ziemlich geile Story irgendwie so insgesamt. Das ist schon nice. Muss man mal so sagen.
zur Taschenlampe. Ich sehe gar nichts. Komplett gar nichts. Sammelobjekte. Singender Fisch. Mr. Gouverneur. Alter. Ich habe die Polizei angerufen, aber die kommen nie zu mir nach Haus. Ich habe ein Problem und sie müssen mal jemanden schicken, der es löst. Ich habe meiner Frau einen dieser singenden Fische für die Wand gekauft. Ist kein echter Fisch. Er singt, wenn man einen Knopf drückt. Aber da ist der Teufel drin. Er fliegt nachts rum und singt das Lied des Teufels. Flucht auch oft. Der Teufel ist wegen dem Fisch in meinem Haus und sie müssen sich darum kümmern. Meine Frau macht sich echt Sorgen. Wann können sie vorbeischauen? Mit freundlichen Grüßen, Dwayne Barr. Klar. Ne, ich habe auch immer singende Fische in meinem Haus. Das Normalste der Welt. Waffenrüstungsschaden. Kann ich damit was machen? Das habe ich angelegt. Schaden gegen gegnerische Rüstung. Ah, das kann ich für die Waffe hier benutzen. Nice. Gegenstände, Missionen, Sammelobjekte. Gut. Ich finde das Menü übrigens sehr gut. Muss ich mal vorab schon sagen. Was haben wir hier? Federal Bureau of Control. Irgendein alter Matrix-Computer. Jetzt habe ich gerade wieder gehört, wiederhole es. Trench. Genehmigung des Archivs unzustellbarer Briefe. Lesesimulator 2020, wenn auch mal das Spiel rauskam, ich spiele 22. Lieber Direktor Trench, ich möchte mich bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie meinen Antrag auf ein Archiv für unzustellbare Briefe genehmigt haben. Wenn wir die Sammlung überfälliger Post der Behörde katalogisieren, erstellen wir damit eine praktische Datenbank, auf die Forschungsteams zurückgreifen können, um Verbindungen oder verwandte Themen zwischen den Briefen zu finden. Abgesehen von einem praktischen Nutzen lässt uns das Archiv auch diese Einblicke in authentische Treffen von Menschen mit der paranatürlichen Welt für die Nachwelt bewahren. Die Briefe kamen von verschiedenen Orten sowie aus verschiedenen Zeiten zu uns und wurden von der Post als unzustellbar kategorisiert. Die Behörde ist das perfekte Zuhause für sie. Mir ist klar, dass nicht alle Briefe Zeugenberichte von authentischen paranatürlichen Ereignissen enthalten, doch selbst die irrtümlichen vermitteln uns eine Ahnung davon, wie echte Menschen das Unbekannte wahrnehmen. Natürlich werde ich zuerst ein System zusammenstellen, mit dessen Hilfe wir Briefe nach Informationen oder vermutlichen Verbindungen zu AWE oder anderen gewandelten Materialien durchsuchen können. Nochmals vielen Dank, ich kann es kaum erwarten, mich auf meine toten Briefe zu stürzen. P. Bardwell. Okay. Oh, hier haben wir nichts. Ich habe trockene Lippen, sein Urgroßvater. Ich weiß auch nicht, was da heute los ist. Hier sind ja noch ein paar Zischer am Start. Ich denke mal, ja, das ist. Hier wahrscheinlich wieder so ein Kontrollpunkt, oder? Hätte ich jetzt gesagt. Ein paar nicht definierte Werte. Kontrollpunkt säubern, ja. Dann ist wieder so ein Kontrollpunkt. Okay. Und das Gebäude verändert sich wieder, ist klar. Navigiere durch die Kommunikationsabteilung. Suche auf Schnellreiseplätze im Elternhaus zu haben. Ja, da muss man die Dinger säubern. So, also jetzt Schnellreise, jetzt kann ich zum Beispiel zur Geschäftsleitung, ne? Wenn ich wollen würde. Will ich aber nicht, ja. Communications. Ja, genau, da
gehen wir gleich rein. Erstmal gucken wir, was es hier sonst noch so gibt. Zum Beispiel ein Video. Just look at it. 8 inches wide and capable of storing a whopping 80 kilobytes. Stolen by our friends at the CIA, the disc held the launch codes to Soviet nukes. This is not the disc, of course, but one exactly like it. A perfect fusion of concepts vibrating in the Cold War era collective unconscious. A receptacle. It is a receptacle for dangerous energies to hone in on. And they did. We don't have the details, but when things started flying around the disc, it was transferred to us. It's an object of power. OOP. Oops. Oh, and it can launch things telekinetically through the air. To date, we've launched maybe 3 dozen pencils. And once, we even launched a cup. Okay. Verrückte Leute. So, da ist noch eine verschlossene Türe. Oder geht die auf? Nope. Hier noch irgendwas? Oh. Kam ich nicht von hier? Steht ja da um die Ecke rum. Das sind ja krasse Typen. Ha! Kritisch. Noch mehr kritisch. Oh Gott. Oh Gott. Der macht Schaden. Oh, da ist noch einer. Hui. Die regenerieren ja scheiß Schild. War close, da ist noch einer. Okay, die Musik hört auf. Ich denke mal, das heißt alles gut. Ja, und das war der Ort, wo ich eben, genau, hier war ich quasi schon mal. Bin jetzt nur zurückgegangen und jetzt sind hier wieder Gegner gespawnt, okay. Also ist nicht so, wenn man einmal geklärt hat. Hier war das Klo mit der Akte drin, genau. Oder muss ich hier sogar lang? Navigiere zur Poststelle, ne? Geschäftsleitung Poststelle. Da könnte ich auch übers Direktionsbüro gehen. Aber hier komme ich nicht lang. Hier komme ich nicht lang. Ich bin gerade ein wenig lost. Das ist nichts Neues eigentlich. So genau, hier habe ich doch gerade eben einen Weg gefunden, wo ich lang sollte, oder? Wo ich dann nicht lang gegangen bin. Hier. Communication Deputy, genau. Dann gehen wir doch hier mal lang. Und dann komme ich von oben in den Ort, wo ich rein soll, wahrscheinlich. Hier ist wieder eine Toilette, klar. Ich warte noch, dass irgendwann in diesen Toiletten mich irgendwas überrascht. Ist ein bisschen Blut.
Warum wird er abgeworfen? Object of power. Such a hiss have latched onto it. We need to cleanse it. Oh yeah. Ausrüstung bekommen. Schaden bei niedrigem Leben um plus 41%. Ne, ich nehme lieber die 46% bei Gegnern mit Rüstung. So, da ist ein Objekt der Macht, das auf mich schießt. Wie komme ich dann da? Okay. Gehen wir mal hier die Treppe schnell hoch. So. Dann nochmal darüber und dann da lang. Okay. Kannst du einmal schießen? Danke. YOLO. Gibt's hier irgendwas? Ich habe keine Ahnung. Säubere es. It's harder to hear you when I'm here. It's like the channel's been changed. The board's in charge here. Their pyramids in the bureau seal. Are they really the ones pulling the strings? I'm not their director. I'm no one's director. Halte E, greife hervorgehobene Objekte, lasse ihr los zum Schleudern. Ach so? Geil ist das denn bitte? Das ist ja mal eine arschgeile Nummer, ey. Das ist nice. Bäm, Junge. Bäm, Junge. Oh Gott. Bäm, Junge. Oh, das war nicht so gut. Bäm! Ich mag die Fähigkeit sehr. Verlassen wir das schön mal wieder. Das heißt, wir haben jetzt eine selbstladende Waffe, wofür wir schon Upgrades haben. Cut off. Besonders effektiv gegen Schilde. Just like you wanted, right? This will help us with this. Lol. Okay. Hey.
Karte. Nee. Nee. Da steht so viel Scheiße im Weg. Von wo? Nicht von über mir. Ach, von da. Verdammt. Okay, das macht aber nicht so viel Spaß, das Ganze. Wenn die ganze Zeit Scheiße im Weg steht. Ja, sau stark, what the fuck. Wahrscheinlich auch je nachdem, was man nimmt, wenn man so einen Pappkarton nimmt, scheint er halt nicht so stark zu sein, als wenn man so einen Wagen nimmt, so einen Metallwagen. Okay, ich kann auch Computer und sowas nehmen. Nice. Also eigentlich kann ich so ziemlich alles nehmen. Läuft. So, und hier kommt jetzt wieder rote Kacke. Und Feuerlöscher tut bestimmt weh. Vor allem explodiert ein Feuerlöscher. Wie geil ist das denn? Gab's hier noch was? Oh, hier droppen die Frames aber ein bisschen. Also hier geht's ja im Prinzip nur zurück. Ne? Ich gehe mal das dahin, wo das Spiel mich haben will. Emily said that the hotline can be reached through the mailroom. Bruder, was ist denn hier mit den Frames gerade los? Sammelobjekte. Oh. Wir sind wieder. Also ich denke mal, diese Sachen bringen ja irgendwie bald was, hoffe ich. Irgendwie zum Skillen oder so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie RPG ich das noch jetzt. Bisher ist es das ja nicht. Also im Prinzip soll ich hier rein. Ach so. Vielleicht kann ich einfach das Fenster einschlagen. Oh, hier ist wieder so ein Kontrollpunkt. Sind wir Toiletten. Komplett ohne Strom. Locked. Maybe there's a key nearby. Ein Key. Bruder. Soll ich denn hier jetzt einen Schlüssel finden? Ah, da. Ups, falsche Taste. This must open the door. Berechtigungsstufe 1. Ah.
Ah, eine Keycard habe ich gefunden quasi. Okay. Poststelle. Oh nein. Wieder so eine Art Boss oder Miniboss. Au! Na gut. Ich regeneriere kein Leben, ne? Das ist problematisch. Das ist jetzt problematisch. Man sieht auch nicht so viel, wenn man gedamaged ist, muss man sagen. Das ist jetzt schlecht. Eieiei. Ich komme auch mit der Schusswaffe nicht klar, ne? Ich treffe gefühlt nur jeden dritten Schuss. Das ist übel. Keine Ahnung, was da so schwer dran ist. Wo bin ich denn jetzt? Ach so, Kontrollpunkt. Ist die Tür noch offen? Ja, ne? So, wir haben nicht viel Leben. Dem Typen macht man schon recht gut Schaden, man trifft ihn aber nicht mit Objekten. Das heißt, die Objekte behalte ich mir alle für die Viecher und hoffe, mich von ihm nicht treffen zu lassen. Guter Plan, oder? Ein bisschen wie in Dark Souls, einfach nicht treffen lassen. Weit komplett aus. Ne? Der Scheiße. Ha! Okay. So, wo sind die Wichser gespawnt? Ich hab welche spawnen hören. Ihr seid meine Lebensquelle. Ich muss tatsächlich gerade noch irgendwas, also mir fehlen hier Frames. Da bin ich ja, scheiß mal auf Raytracing. Thank you.
Tomasi heißt der Gute. Aua! Nee! Ah, nein, Alter, ist das triggernd. Man ist so mega schwach, die Waffe macht null Damage und man trifft den Typen nicht mit den Schwebeobjekten. So, und jetzt haben wir natürlich noch mal eine Ruhe-Möglichkeit. Das hier hat nichts verändert an den Frames. Das heißt, man könnte das hier vielleicht noch mal runterstellen. Schattenauflösung und entfernte Details. Und auf einmal bin ich immer noch bei 50 FPS. Ah, nee, I don't know. Ja, irgendwie, das verstehe ich manchmal an Einstellungsmöglichkeiten nicht, ne? Es gibt manchmal keine Möglichkeiten. Kantenglättung kann man vielleicht runterstellen. Bewegungsunschärfe will ich doch gar nicht. Filmkörnung auch nicht. Eigentlich Sachen, die generell aus sein sollten. Ah, so. Jetzt, vielleicht habe ich mich ein bisschen an die Bewegungsunschärfe schon gewöhnt hier. I don't know. Das und Schattenmittel, Texturfilterungmittel, das Mittel. Jetzt aber, oder? Macht irgendwie wenig Unterschied. Dieser Wichser, ey. Man muss auch immer so ewig nachladen. Oh, das ist nicht gut. Das ist auch nicht gut. Da liegt ganz viel Heilung. Oh.
Okay. Da oben ist ein Gegner mit Schild. Was für ein geiler Raum. I have a feeling he'll be back. Ja, das glaube ich auch. Let's stay focused. The hotline should be past the mailroom. Alberto Tomasi, head of comms. Tomasis Ausweis. Das war doch der Wichser, den wir gerade hier bekämpft haben, ne? Lebensregeneration durch Sammeln von Elementen plus 25%. Ne, daran scheitert es eigentlich nicht. Also genug Leben finde ich schon. Exklusiv für Schmetterer. Ist Schmetterer nicht das, was wir jetzt gerade haben? Unsere Fähigkeit? Das ist doch Schmettern, oder? Vielleicht ist es auch einfach eine andere Waffe. So, Zischer Ranger. Forschungen über Zischerwesen. Befallener Ranger, vertraulich. Zusammenfassung. Die Ranger sind gut ausgebildete Einsatzkräfte der Behörde. Ihre vom Zischen befallenen Gegenstücke sind ebenso beeindruckend. Vor dem Fall wurden Ranger im Gebrauch einer Reihe von Waffen ausgebildet, damit sie auf etwaige Bedrohungen während eines AWE-Einsatzes oder einer Grenzbereichserkundung vorbereitet sind. Zischer Ranger setzen die oben genannten Waffen ein und wenden hochentwickelte Taktiken an, die ihnen von Ausbildern der Behörde beigebracht wurden. Einige sind zusätzlich mit behördeneigener Körperpanzerung ausgerüstet. Es wurden keine paranatürlichen Fähigkeiten bei Zischer Rangern beobachtet, außer dass einige durch einen dichten Resonanzschild des Zischens geschützt sind, der Kugeln aufhalten kann. Wenn man in Betracht zieht, welche hochentwickelte Maßnahmen Zischer Ranger aus ihrer Ausbildung auf ihre Situation anwenden können, ist es dann nicht plausibel anzunehmen, dass der menschliche Geist bis zu einem gewissen Grad intakt bleibt? Oder kann das Zischen auf die Kampfausbildung zugreifen und sie nutzen? Weitere Beobachtungen sind erforderlich. Vollständiger Bericht in Akte bla bla bla. Feldforschung über Zischerwesen vom Zischer befallener Sprengmeister. Die Behörde erlaubt nur bestimmten hochgradig ausgebildeten Personen Umgang mit explosiven Materialien und Waffen. Unsere Sprengmeister werden im Einsatz von Sprengstoffen in Dimensionen mit unterschiedlichen physikalischen Gesetzen ausgebildet. Dadurch sind die wichtigen Ressourcen sowohl für Ingenieursarbeiten als auch in Kampfsituationen. Zischer-Sprengmeister sind die einzige Zischer-Variante, welche die speziellen raketenbetriebenen Granaten einsetzt, die im Flug Wesen identifizieren und verfolgen können. Dadurch sind sie eine Bedrohung, deren Eliminierung in Kampfszenarien priorisiert werden sollte. Ich finde es bemerkenswert, dass das Zischen die Verwendung dieser Waffe auf Mitarbeiter der Behörde beschränkt, die darin ausgebildet wurden. Was sagt das über sein Verhalten? Kann es keine neuen Informationen an befallene Wesen weitergeben? Zu viel ist noch unbekannt. Blablabla. Alter Schwede, ey. Also hier hast du echt Lesesimulator des Todes. So, der Ausweis von dem Tommy. Gute Arbeit allerseits. Die Kampagne war stark und perfekt ausgeführt. Alberto Tom Gedöns. So, haben wir hier noch irgendwas? Fallakten. Diskette. Ach ja, die haben wir jetzt ja schon eine Weile. Muss in einer Zelle ohne lose Materialien verwahrt werden. Das Objekt ist eine 8 Zoll breite Diskette mit Startcodes für Atomraketen aus der Sowjetzeit. Wenn es gebunden wird, ermöglicht das Objekt Parablabla Materialien zu heben. Sind neues Wissen was. Gut, das ist jetzt nicht storyrelevant. Schriftverkehr. Folgen des AWE in Willow. Immer mehr nationale Nachrichtenseiten veröffentlichen den Bericht über den Eisbärangriff auf die Stadt in Alaska. Ich will zwar nicht angeben, aber umherziehende Eisbären auf der Suche nach Futter für den Tod der Familie verantwortlich zu machen,
War ziemlich genial. Der Klimawandel und zerstörte Ökosysteme hinterfragt niemand. Wenn wir aktuelle ökologische Bedenken ins Spiel bringen, die Öffentlichkeit viel weniger. Also haben wir ein weiteres Aave hinter uns und die Öffentlichkeit hat immer noch keinen Schimmer. Gute Arbeit allerseits. Die Kampagne war stark und perfekt ausgeführt. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr auf Meinungen hinprüfen müssen, die von der Gesamtaussage abweichen, aber es sieht so aus, als wären wir aus dem Gröbsten raus. Tomasi Ende. So, und dann gibt es hier nochmal. Gut, die Präsentation haben wir gerade eben gesehen. The Hiss got him. Alright, take this down. The situation in Cuba has been evaluated by the relevant authorities. The mysterious illness affecting the staff at the U.S. Embassy in Havana was caused by sonic weaponry in the hands of a foreign power. Numerous personnel have damage to the inner ear, but most are expected to make a full recovery. Of course, the event also damaged their cellular walls, but we can't blame that on some stupid noise gun. Thank God no local doctors examined them first. Honestly, what are the odds an alternate item would show up inside a U.S. embassy? Talk about good luck, huh? So much easier than... Hey, are you still recording this? Mm-hmm. Läuft. Wo ist denn der Typ? Haben wir jetzt gerade noch wieder Gegenstände bekommen? Sammelobjekte, Multimedia. Alright, take this down. The situation in Cuba has been ja, das haben wir gerade gehört. The hotline can't be far now. Ja, man hört das Telefon auch klingeln, oder? Schleidereffizienz. Schleuderenergiekosten minus 7%. Zum Freischalten aufwerten. Also ich kann nur Leben, Lebensschub, Lebensregeneration. Ich glaube generell Leben plus 16% klingt ganz nice. Hotline-Kabine. Na, der Gang sah ja schon wieder einladend aus. So, Sammelobjekte öffnen. Was haben wir jetzt wieder? Ui. Alle Besucher müssen sich anmelden. Direktor Trench, Direktor Trench. Ganz viel von August bis Oktober 2019. Hotline-Sicherheitspersonal. Ich glaube, das muss ich jetzt nicht alles einmal einzeln vorlesen. Wo sind wir denn auf der Map? Ah. Ich glaube, ich weiß schon, wer hier auf uns wartet. Hotel und Casino. Green Logic. The light switch cord. Door marked with the black pyramid. Ich sehe mindestens drei Gesichter. The gap. Stand here. Whoa. Have we been here before? No. I've stayed at a lot of roadside motels across the country, on the road, on the run, under the radar. This feels like all of them, like something recognized from a dream. Hello? Klar. Anyone here? Einfach mal machen. Natürlich ist das die Raumnummer 222. Ich habe da so einen Fetisch für diese Zahl. Casino darf auch nicht fehlen, ist klar, in so einem Motel. Ja, was soll ich denn jetzt machen?
Der Hausmeister, kann der mich nicht wieder reinlassen? Warte mal. Nee. Hä? Habe ich hier was übersehen? Hier ist es 3:45. Die Uhren stehen immerhin nicht überall immer gleich. Hier kann ich nichts machen. Ich zieh mal wieder hier dran, oder? Ist hier gerade eine andere Tür aufgegangen? 224? Ne, ist die gleiche wie gerade eben, ne? Ich kann hier halt nichts machen. Durchquere das Ocean View Motel. Ja, würde ich gerne, wenn ich wüsste wie. Mal von hier auf die Klingel drücken, das geht nicht, ne? Doch! Es öffnen sich andere Türen, wenn ich auf die Glocke drücke. Aber das bringt mir nichts. Warte mal, ist hier jetzt vielleicht... Geht die jetzt auf? Nee. Haben die... Und das hier resettet alles. Nee, was? Also das ist definitiv mein Tod. Ocean Motel im Casino. Und ich so hab als Quest durchquere das Ocean View Motel. Die Tür hier ist verschlossen. Hier sind überall komische Symbole drauf. Hier ist der Hausmeister. Hier haben wir eine Klingel. Dann haben wir die hinterste Tür offen. Hier haben wir einen Schlüssel. Key has a black pyramid on it. A black pyramid. Ist klar. Hat das jetzt schon was gemacht? Den Key haben wir jetzt ja, ne? Also drücke ich nochmal auf die Klingel. Geht's hier auf. Gehen wir mal auf die Klingel. Geht's da auf. Drücke ich nochmal auf die Klingel. Geht's jetzt ganz hinten auf? Weil das war eben nicht der Fall. Doch. Hä? War ich eben hardcore lost? Wahrscheinlich. Hebe die Hotline ab.
Schließe die Astralebene-Herausforderung ab. Was kriegen wir denn jetzt wieder? Nutze die Hotline, um extradimensionale Entitäten zu kommunizieren. Und mit. Achso. Jetzt bin ich tot, oder? Wie benutze ich denn die Hotline? Bei der anderen Herausforderung stand wenigstens drücke E. Hier steht gar nichts. Hier steht benutze die Hotline. Respawn wenigstens instant. Nutze die Hotline. Wie denn? Bisher habe ich noch mit irgendwelchen Dingern gezogen. Hotline heißt, benutzt du das Telefon oder was? Soll ich da jetzt einfach vorbeilaufen? It is a phone. It's an object of power. It doesn't connect to any typical network. A direct line to the astral plane and the board. And my hypothesis is, under the right conditions, to other planes of existence as well. Warum hat das einen Verschluss wie so eine Flasche? A director needs a team. My management team. These people know the secrets of the Bureau as well as I do. Some even better. Darling, Tomasi, Salvador, Marshall. Marshall especially, my head of operations. She sees right through me. She knows I don't like relying on people. The only person you should fail is yourself. But things change when you become director. Und wir sind Direktor, ne? Aus Nasenbluten. I have it. The hotline. Sprich mit Emily. I can reach Trench. Well, listen to him. Sturm zieht aus, Kontrollpunkte, Hotline, Ocean View Motel, alles schön. Echo with important info. I need to get back to Emily. Ja. People react strongly when I tell them about you. Is it too soon to tell Emily? She might be able to help. Auf dem Rückweg kommen jetzt sicherlich noch mal ein paar Gegnerchens, oder? Ach, jetzt ist hier tatsächlich offen, wo ich einmal vorstand. Ich weiß nicht, ob das im Video war. Ja doch, ne? Ich stand davor und hatte gesehen, da müsste es ja eigentlich lang gehen. Und jetzt geht's ja lang. Das heißt hier... Ja, hier wird es nie lang gehen. Jedenfalls nicht laut Map. Es gibt ja auch noch den Dingens, ne? Den Fahrstuhl. Das heißt, wahrscheinlich kann man sich noch auf ganz andere Ebenen
geben? Keine Ahnung. Wer bist du? FBC? Bist du nett? Wahrscheinlich. Gehen wir mal in den Boardroom. Jesse, did you get the hotline? I mean, how is it out there? The comms? The hiss? Sorry. You made it. I'm glad. Mhm. Emily? Let's... Oh. I got the hotline. Oops. I can make out what Trench is saying now. Incredible. What did he say? He talked about his management team. People who knew the Bureau's secrets. Your boss, darling. Tomasi, but... he's gone. He's gone. Salvador? He's the head of security. And Marshall? Helen Marshall is head of operations. She's tough. Ex-CIA. She took her Rangers and went to the research sector to secure the HRA production. She hasn't come back. Someone who could help us. The other sectors. How do I get there? It's impossible because of the internal lockdown. You can perform a directorial override to lift it, but that can only be done in the maintenance sector. Normally, you take the sector elevator down there. It connects all the sectors, but it won't work while the lockdown is in effect. We already got past one lockdown. Maybe I can find a way. Jesse, look, with no prep, no training, in this extreme situation, you are doing phenomenally well. And all that in the hiss can't seem to affect you. I mean, I would love to run some tests on you. If you agree, that is. Mm-hmm. We could find out something that would help us. Wie vertraue ich der? Keine Ahnung. I don't know. She might find out about you. But I wouldn't mind understanding more myself. Okay. If you think it will help. Great. I'll check the internal documentation for any lockdown bypasses. We need to get these sectors open to locate Darling and Marshall. And I'll look for a way inside the maintenance sector. The sooner we find one, the sooner I reach this override. Oh, ist wohl richtig, ne? Das sieht schon wieder creepy aus. As fuck. Sie jetzt nicht. Lol. Das sah jetzt aber noch etwas aus, wo wir noch nicht waren. Ist wieder der Hausmeister. Department of Maintenance. Starten wir da jetzt direkt? Sind wir jetzt instant da drin oder was? Unbekannter Anrufer, Unknown Caller, Achievement Unlocked. Ja, werte Fähigkeiten am nächsten Kontrollpunkt auf oder schalte dort neue frei. Aha! Gegenmaßnahmen des Rats sind am nächsten Kontrollpunkt verfügbar. Ja. Where is it coming from? I'll go look. Singing? Sounds like it's coming from the elevator. I heard the hiss attack the power plant. Brings up a lot of new questions. Are they communicating? Coordinating? What about the plant attracted them? The power plant is largely confidential. No use guessing the hiss's motives if we don't even know what kind of energy it uses. What do you mean? It has to be a fusion reactor. There's no other way to create that kind of energy output, right? Ja, weiß ich nicht. Fähigkeiten, 4 Stück haben wir. Ach du Scheiße! Ja, moin. Ich sitze hier sehr steif schon eine ganze Weile. Mir tut alles weh. Leben plus 10% mehr Leben klingt nice. 10% mehr Energie, moa. 10% mehr Schaden mit dem Schlag, moa. Schaden durch Schleudern, moa. Ich würde mal sagen, ich nehme das Leben. Ungenügend Essenzen zum Zurücksetzen. Achso, diese Essenzen kriegen wir durch...
Könnten wir nochmal auf plus 20% mehr Leben gehen. Kostet uns aber auch die drei Dinger, die wir haben. Was auch immer es für drei Dinger sind, aber let's do it. Zusätzlicher Waffenformplatz. Okay, 11 benutzen, um Folgendes freizuschalten. Zusätzlicher persönlicher Modifikationsplatz. 26 zusätzlicher persönlicher Modifikationsplatz. Okay. Zu wenig Fähigkeitspunkte. Es geht hier alles nochmal mehr Leben. Hier bis 5, 30% und dann nur nochmal plus 15. Also bis hierhin würde ich schon, ne? Also die nächsten 6, 10 Punkte alle Leben. Leise Energie später auch noch wichtig. Das ist Schaden mit dem. Achso, das ist Schaden mit V, ne? Ne, da gehe ich eh nicht drauf. Also das fällt erstmal weg. Schaden durch Schleudern könnte halt noch spannend werden. Das wird dann halt echt saustark, ne? Das darf man nicht unterschätzen. Wenn das jetzt 100 macht, mit 50% mehr, wären das 150. Dann nochmal 50% mehr, sind das 225. Dann nochmal 50% mehr, sind das 300 irgendwas schon. Dann nochmal plus 75. Dann bist du bei 500 Damage. Und dann nochmal plus 75. Alter, dann bist du bei 800 oder so. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass 100 irgendwie Base-Schaden wäre. Weil dieses immer plus 50 mehr heißt ja auf den Wert, den es hier gibt. Ne? Also, ja, keine Ahnung. Mathe-Mann am Start. Astralwerkstatt, was haben wir denn da? Waffenform, Modifikation, Waffenformen. Wir hätten genügend Schmetterer herstellen. Da haben wir genug Zeug für. Das machen wir. Weil da haben wir für, wir haben jetzt einen zweiten Waffenslot quasi. Und wir haben dafür schon Upgrades. So, Modifikationen. Persönliche. Verdeckte persönliche Modifikationen. Hätten wir auch noch jeweils genug für. Du kannst eine zufällige persönliche Modifikation herstellen. Gewöhnlich, gewöhnlich, gewöhnlich. Lebensregeneration. Durch Sammeln von Elementen. Achso, das habe ich jetzt schon hergestellt. Oh. Aufwerten. Modifikation aktualisieren. Ah. Aber ich konnte jetzt gerade eben nicht sehen, dass mir das Leben macht. Erst nachdem ich drauf gedrückt habe, ne? Gegenmaßnahmen des Rats. Töte Gegner mit der Amtswaffe im Impulsmodus. Setze Impuls, Windung, Feuerwerkskörper gegen unseren, deinen Feind ein. Kann ich machen. Einfall in den Geschäftsleitungssektor. Kopfschusstaktiken. Oh, habe ich gerade eben einmal auf Ablegen gedrückt. Ja, von mir aus. Und Outfits. Zivilistin. Habe ich nichts anderes. Finde einen Weg im Wartungssektor. Pope wants us to get a field lab set up as soon as possible. Ja. We can't get any equipment from the research center. Ich würde sagen, jetzt sprechen wir noch mal kurz mit ihr, weil sie hatte auf jeden Fall noch was. Wir haben auch noch Unterlagen liegen. Was haben wir? Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir haben die direktionale Überbrückung. Finde einen Weg in den Wartungssektor. Die interne Quarantäne, eine Notfallsicherheitsmaßnahme, hält Jesse davon ab, nach Trenchmeyer Management Team in den anderen Sektoren zu suchen. Jesse versucht, in den Wartungssektor zu kommen, und den direktionalen Überbrückungsschalter zu finden, in dem sich die interne Quarantäne aufheben lässt. So, dann haben wir hier noch diese Gegenmaßnahmen des Rats. Ah, dann kriegen wir Belohnungen.
Zufällige Dinger. Okay, jetzt haben wir noch gefunden. Erste Eindrücke, Analyse der Zischerbedrohung, erste Begegnung mit dem als Zeichen zwischen, als das Zeichen zwischen bekannte Wesen haben mehrere Fakten über sein Verhalten offenbart. Vor allem ist das Zischen in der Lage, die in Kontrollpunkte gewandelte Objekte und sogar Menschen einzudringen oder diese zu befallen und so ihr Verhalten drastisch zu ändern. Interessanterweise ist keine Person mit einem der tragbaren HRV-Geräte, die Dr. Darling in den letzten Wochen verteilt hat, von dem Befall betroffen. Die einzige bekannte Ausnahme ist die neue Direktorin Jessie Faden, die eine inhärente Immunität gegen das Zischen besitzt. Das könnte darauf hindeuten, dass sie bereits befallen ist, aber ihr Verhalten unterscheidet sich so deutlich von den anderen Zischern, dass ich diese Theorie verworfen habe. Meine letzte Beobachtung stammt von Miss Faden persönlich. Sie ist in der Lage, Materialien und Organismen vom Befall durch das Zischen zu reinigen. Wir haben diese Fähigkeit an einem befallenen Wesen getestet, doch leider scheint der Wirt diesen Prozess nicht zu überleben. Vielleicht wird die Physiologie des Wirts vom Zischen abhängig. Uns steht mehr Arbeit bevor. Okay, das hätte ich schon mal vorher lesen sollen. Das ist auf, wo wir das erste Mal hier waren, quasi zurückzuführen. Oder besser gesagt darauf bezogen, Hotline. Isolationsprozedere. Objekt sollte außer für den Direktor nicht zugänglich sein. Objekt ist ein rotes Bakelittelefon aus den 60er Jahren. Die Wählscheibe ist durch einen schwarzen Knopf ersetzt, dessen Zweck unbekannt ist. Das Telefon wiegt 2 Kilo. Das Objekt ermöglicht es dem Direktor, mit dem Management-Team zu kommunizieren. Beziehungsweise mit Trench. Sollte das Objekt von jemand anderem als dem Direktor verwendet werden, erzeugt es tödliche Impulse. Weitere Informationen in Dr. Darlings Präsentation. Das Objekt ist derzeit an Direktor Trench gebunden. Das Objekt manifestierte sich spontan im Büro des Direktors, platziert auf dem Tisch. Direktor Northmore war der erste Agent der Behörde, der das Objekt verwendet hat. Das Objekt wurde einer Reihe von Tests unterzogen, darunter aber seine Ursprünge sind immer noch nicht bekannt. So, hier hatten wir das. Hotline. Ui. Trench. Rad. Und da kann ich nochmal mir quasi die ganzen Sachen anhören. Ah. Ausrüstung. So. Hier haben wir jetzt Schmetterer. Ah, ich kann die Sachen zerlegen, dann kriege ich 50 von diesen Dingern. Das ist jetzt nicht viel. Exklusiv für Schmetterer. Das sind die drei. Rückstoß, Rückstoß. Also das ist besser als das hier. Und abgefeuerte Geschosse plus 2. Dann würde ich doch das erstmal nehmen. Ne? Und hier hätten wir jetzt... Jetzt haben wir gerade drin Leben plus 16%. Oder Lebensregeneration durch Sammeln von Elementen plus 22. Oder Energie nehmen. Oder Schleudern Energiekosten. Ey... Ich glaube, da kann man später mal einiges zersetzen. Erstmal behalte ich das. Das ist ja viel, teilweise doppelt bis dreifach und mit unterschiedlichen Prozentsätzen. Dann würde ich immer das Höchste behalten. Jetzt sprechen wir nochmal mit ihr und dann beende ich diese Folge endlich. Hi, Jesse. Nach 2 Stunden. Ach so, nee, habe ich nichts mehr. Thanks, ich dachte, sie hätte jetzt neue Dialoge. I'm sure I'll have more questions soon. Ja, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Werden wir dann uns auf den Weg zum Wartungssektor machen oder der singenden Stimme folgen? Ich habe das Gefühl, hier gibt es vielleicht doch 2, 3 verschiedene Optionen gerade. Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein und ciao.